Captain Norbu stand auf der Brücke der mobilen Raumbasis Durok Space One, die über dem Wüstenplaneten Durox schwebte. Sein Blick glitt über die sandigen Ebenen, die sich so weit erstreckten, dass sie am Horizont mit dem klaren, blauen Himmel zu verschmelzen schienen. Es war eine trostlose und lebensfeindliche Welt, die nach Veränderung schrie. Norbu hatte diesen Planeten zu seiner Mission vom Admiral selbst übertragen bekommen, die Terraformierung von Durox, um aus diesem trostlosen Ort eine grüne Oase zu machen. Imposante Maschinen, die wie gigantische Insekten auf Stelzen wirkten, arbeiteten unermüdlich am Boden, wühlten den Sand auf und pflanzten kleine Setzlinge in die frisch angelegten Gräben. Als er sah, wie sich die ersten zarten Triebe ihren Weg an die Oberfläche bahnten, spürte Norbu eine tief empfundene Freude. Es war eine Aufgabe, die ihm der Admiral ans Herz gelegt hatte, die Erschaffung von neuem Leben in einer scheinbar toten Welt. Es war ein Akt der Hoffnung. Der Captain betrachtete das holographische Bild von Durox, das in der Mitte der Brücke schwebte. Er konnte sehen, wie sich die ersten grünen Flecken auf der Oberfläche ausbreiteten und langsam aber sicher eine Veränderung eintrat. Doch sein Blick fiel auch auf die wachsamen Sensoren, die das umliegende All scannten. Denn obwohl Durox derzeit noch eine dünn besiedelte Welt war, gab es mit Sicherheit auch andere in der Galaxie, die an diesem Planeten interessiert waren. Norbu wusste, dass er und seine Crew nicht allein waren. Norbu war sich sicher, dass es rivalisierende Raumfahrer und Forscher gab, die ebenfalls ihre Augen auf Durox gerichtet hatten. Die Herausforderungen waren vielfältig. Nicht nur musste die neu errichtete Sphäre vor möglichen Angriffen geschützt werden, sondern auch die Natur selbst stellte eine Bedrohung dar. Die extremen Temperaturen und Wetterbedingungen auf Durox machten die Terraformierung zu einem komplizierten Unterfangen. Norbu war sich jedoch sicher, dass sie es schaffen würden. Sein Team arbeitete mit Leidenschaft und Hingabe an ihrem gemeinsamen Ziel. Jedes einzelne Crewmitglied war sich der Wichtigkeit ihrer Aufgabe bewusst und kämpfte tagtäglich gegen die Widrigkeiten des Wüstenplaneten an. Während Norbu den Fortschritt betrachtete, spürte er eine tiefe Verbindung mit Durox. Der Planet war der Ursprung seiner Art und der Ort im All, zu dem sein Volk eine tiefe Verbindung besaß. Captain, soeben sind drei schwer bewaffnete Schiffe in unseren Sektor eingetreten. Sie bewegen sich mit Hyperdrive im Direktflug auf Durox zu. Starten Sie das planetare Verteidigungssystem. Nehmen Sie alle drei Schiffe als Ziel. Sollte sich herausstellen, dass es Aggressoren sind. Eliminieren Sie auf meinen Befehl zwei davon. Behalten Sie das dritte im Visier. Jawohl, Captain. Captain, wir werden gerufen. Öffnen Sie den Kanal. Im Namen von Lorias beanspruchen wir dieses System. Jeglicher Widerstand ist zwecklos. Feuer. Oh, entschuldigen Sie, das war ein Reflex. Wie war nochmal Ihr Anliegen? Ach ja, Sie wollten diesen Sektor annektieren. Richten Sie Ihrer Führung aus, die nächsten Schiffe, die sich uns nähern werden, noch im Hyperdrive von uns abgeschossen. Haben Sie das verstanden? Ja, ich habe verstanden. Ein schneller Kreuzer wird Sie begleiten, bis an die Grenze unseres Territoriums. Captain Ramson, geleiten Sie den Aggressor an unsere Grenzen. Jawohl, Captain Norbu. Sie haben es gehört, auf die Kampfstation. Fremdes Schiff wenden Sie. Ja, wir haben verstanden. Wenn Sie bereit sind, springen Sie in den Hyperraum. Der Captain des lorianischen Schiffs hatte sich das auch anders vorgestellt. Bis zum heutigen Tage hatte er immer die Oberhand gehabt. Umso schmachvoller war es für den lorianischen Captain, eine so niederschmetternde Niederlage zu erleben. Eine Waffe, die mit einem einzigen Schuss
einen Kampfkreuzer der Länge nach durchbohrt und dabei sprengt. War für ihn bis zum heutigen Tag undenkbar gewesen. Unsere zuletzt verwendete Kommunikationsfrequenz wird vom Aggressor blockiert. Er selbst kommuniziert mit seiner Flotte. Offenbar geht es um einen Hinterhalt. Taktik? Bereiten Sie die Rammschilde sowie die Phasengranaten vor. Jawohl, Captain. Ich halte die Kommunikation mit unseren Schwestern über das neuronale Netzwerk. Captain Ramsen, handeln Sie nach eigenem Ermessen. Das werde ich, Captain Norbo. Ramsen, Ende. Wie lange noch bis zum Kontakt? Noch 500 Parsec, Captain. Ripper, ziehen Sie alle relevanten Daten aus dem Schiff des Aggressors. Jawohl, Captain. Ich rufe alle Captains der Flotte. Ich werde in etwa 500 Parsec eine Auseinandersetzung mit einem unbekannten Feind haben. Captain Turok, geben Sie Captain Ramsen Unterstützung. Captain Ramsen, wir sind in 300 Parsec bei Ihnen. Danke, Captain Turok. Die Datenbank des Aggressors ist kopiert. Sie nennen sich selbst die Lorias. Sie haben mehr als 85 Welten überfallen und versklavt. Sie plündern diese Welten wegen der Rohstoffe. Ihre Vorgehensweise ist immer dieselbe. Zuerst versuchen sie, die Welt mit drei ihrer Kriegsschiffe zu annektieren. Klappt das nicht, stellen sie dem Gegner eine Falle. Der letzte Schritt sind dann gesteuerte Asteroiden, die den Planeten des Gegners unbewohnbar machen. Es sieht so aus, als helfen bei dieser Spezies keine guten Worte. Andererseits, von welchem Rohstoff reden wir? Admiral, es geht um das Element U92. Ist das Ihre Energiequelle? Ja, Admiral. Captain Norbu, wie viel von diesem Element ist auf Durox? Ich lasse danach suchen, Admiral. Replizieren Sie so viele planetare Verteidigungsgeschütze, wie es in der kurzen Zeit geht. Richten Sie einen zweiten Perimeter ein. Durox hat ein U92-Vorkommen von 150.000 Tonnen. Ich danke für die Unterredung. Ramson, Ende. Ripper, haben Sie alle Daten aus dem Schiff des Aggressors? Ja, Captain, die habe ich. Teleportieren Sie den Captain des Schiffs in den Musterpuffer. Mit ihm werde ich mich noch unterhalten. Captain Ramsen, wir verlassen in wenigen Parsec den Sprungtunnel. Unsere Sensoren zeigen eine Armada von 6 Kampfschiffen sowie 2 Mutterschiffen an. Gehen Sie in vollen taktischen Zustand. Sie werden in einem Trümmerfeld den Hyperraum verlassen. Danke, Captain Turok.